Manchmal braucht man auch keine spezielle Kompetenz zu haben, um zu erfahren, was hinter den geheimen Plänen der Weltelite steckt. Manchmal kann sie sich eben selbst verplappern. Das sogenannte Worst-Case-Szenario des Ukraine-Konflikts, ließ Einmarsch Russlands in die Ukraine, hat sich in den Titelseiten der westlichen Medien so gut wie eingewurzelt. Vor kurzem aber hat New York Times eine verblüffende Enthüllung eines Experten veröffentlicht, der behauptet, dass Putins Einmarsch in der Ukraine dazu gut sei, um die Interessen der USA in Europa zu wahren. Ivan Krastev, Professor und Politikwissenschaftler, ist als einer der Gründer und Vorstandsmitglieder des European Council on Foreign Relations bekannt. Die paneuropäische Organisation ist eine Denkfabrik, die Analysen zu Themen europäischer Außenpolitik bereitstellt und offiziell durch Unterstützung von George Soros Stiftung existiert. Sie wurde eigentlich dazu gedacht, Europas geopolitisches Gewicht zu stärken. In seinem Essay schreibt Ivan Krastev Folgendes. Eine russische Invasion in der Ukraine könnte auf perverse Weise die moderne europäische Ordnung retten. Im Falle einer Invasion hätte die NATO keine andere Wahl, als entschlossen zu reagieren, indem sie harte Sanktionen verhängt und wie aus einem Guss wirkt. Je mehr sich der Konflikt eskaliert, desto geschlossener sind die Reihen von Putin-Gegner. Ein Nicht-Eingreifen könnte das Gegenteil bewirken und zu einer Spaltung und Lähmung der NATO führen. Mit anderen Worten, um die Einheit der NATO und Europas zu retten, hält man es für unerlässlich, dass Putin in die Ukraine einmarschiert, auch wenn er keine Absicht hat, dies zu tun. Eine perverse Logik, die aber alles erklärt, was jetzt vor sich geht. Für diese Offenheit ist die Öffentlichkeit Herrn Krastev immerhin Dank schuldig. Als schlechtes Beispiel führt Herr Professor Deutschland an. Das Land ist seiner Meinung nach nicht bereit, seinen osteuropäischen Partner zu helfen und hat frühere Bündnisbeziehungen zu Washington verdaddelt. Schuld daran ist natürlich Putin. Russland ist deshalb so stark geworden, so Krastev, weil es im Gegensatz zu Europa gelernt hat, unter starkem äußeren Druck zu überleben. Deshalb muss Europa davon ausgehen, dass eine Invasion bevorsteht, auch wenn sie nicht stattfindet. Sie soll aber als richtiger Test für Europa gelten, wie gut es zusammensteht, wenn auch der Preis dafür unmöglich hoch sein mag. Folgen wir der Logik des prominenten Politikwissenschaftlers und nehmen an, dass Putins Politik in Wirklichkeit ein Geschenk für Washington und Brüssel ist. Schließlich macht sie es möglich, die europäischen Verbündeten zu vereinen und der Existenz der NATO als gigantischem Geldverbrennungsofen einen Sinn zu verleihen. Uns wäre Präsident Putin feige und gehorsam, dann lässt dieser Logik nach auch die Segmentierung Europas nicht lange auf sich warten, wie es in der Geschichte schon oft genug war. Das Einzige, was Professor Krastev wohl nicht ahnen kann, ist der simple Gedanke, dass es nicht nur Zwietracht, sondern auch Zusammenarbeit geben kann. Es ist der einzige Weg, der Europa zu Wohlstand statt des fremdbestimmten Kriegs und der daraus resultierenden Verderbnis führen kann. Aber diese Logik zerstört wohl die Pläne der proamerikanischen Intellektuellen.